Hallo ihr Affen, ich, Mpox, der Oberaffe, begrüße euch zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, heute am 21. Februar 2014 für die Wii U rausgekommen. Ich habe es natürlich pünktlich gekriegt und bin hier für euch am Start mit einem angezockt. Als ich im Alter von süßen 12 Jahren war, habe ich schon auf dem Super Nintendo den ursprünglichen Teil gespielt, Donkey Kong Country, und war damals extrem fasziniert vom knackigen Schwierigkeitsgrad, von den erstmals in 2D-Sidescrollern 3D wirkenden Spielfiguren. Das war echt eine ganz große Sache mit den Minecarts und diesen Kisten, wo man hin und her schießen konnte. Eine richtig coole Geschichte. Dann 2006 auf der Nintendo Wii der Nachfolger Donkey Kong Country Returns, und den Remake auf dem 3DS, den habe ich auch gespielt, und jetzt hier mit einem ganz neuen Setting, neuen Gegnern und so weiter, endlich auf der Wii U. Wir legen los, wir labern da gar nicht lange und zocken das Ganze hier mal an. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Mal schauen, ne? Der Abend ist ja noch jung, will ich meinen. Gerade Feierabend, schön was gegessen und jetzt wird gezockt. Ja, für was entscheiden wir uns? Wir nehmen mal das neue Spiel. Ja, komm, wir nehmen das neue Spiel. So, neues Spiel. Und da dreht sich auch schon die bekannte Donkey Kong-Kiste. Ich bin echt gespannt, ob es vom Schwierigkeitsgrad genauso knackig ist wie die davor. Die Kurve, was die Schwierigkeit angeht bei Donkey Kong, ist immer extrem geil. Also mega steil, das Ding. Jo, was haben wir hier? Wir können zwischen TV und Wii U Gamepad umherschalten. Bedeutet also, dass man das Spiel auch komplett auf dem Wii U Gamepad spielen kann. Wir machen das aber jetzt hier mal auf dem TV. Und hier können wir ein oder zwei Spieler auswählen. Ich spiele das Ganze hier alleine. Wenn man zu zweit spielt, kann der zweite dann wohl einen weiteren Charakter aus der Kong-Familie spielen. Also dann Diddy, ich glaube Cranky ist dabei. Und das Mädel Dixie Kong. So, wir nehmen hier den Wii U Pro Controller. Ich denke damit, weil das Spiel auch sehr pro-orientiert ist und ich mich damit natürlich identifiziere, fahren wir am besten. Was gibt's da noch? Ah, man kann zwischen Steuerkreuz wählen. Das ist dann so eine digitale Steuerung bei einem 2D-Side-Scroller möglich. Oder mit dem Analogstick. Ich wähle, glaube ich, den Analogstick, weil ich da bei Super Mario, New Super Mario Bros. U, auch ganz gut gefahren bin. Deswegen machen wir einfach mal das. Und er fragt uns, Spiel im Einzelmodus starten? Einzelspielermodus starten? Ja, natürlich. Wir sind hier alleine. Du kannst im Optionsmenü von L-Stick zu Steuerkreuzsteuerung und von XY-Knopf zu ZLZR-Taste wechseln. Wir versuchen das erstmal hier mit der Standardbelegung. Und schauen einfach, ob das Ganze funktioniert. Ich denke, dass man dann auch die Geschwindigkeit, wie sich Donkey Kong bewegt, mit dem Analogstick ganz gut regulieren kann. Und damit sollten wir gut fahren. Gott, ist der plüschig! Ja, schon die ersten Bilder, die faszinieren mich ja schon wieder. Aber das konnte Rare ja immer ganz gut. Diese Zwischensequenzen waren, glaube ich, damals schon echt von der Qualität klasse. Naja, Donkey Kong hat Geburtstag und er hat hier eine Banane mit Bananensaft begossen bekommen. Eine Kerze steckt drin. Und, ne, die heile Welt, wie bei Mario Lore-Stories quasi. Erst wird die heile Welt gezeigt, irgendwie sitzen mit der Prinzessin am Tisch. Und da ist auch schon die große Bedrohung, diesmal in Form von Geflügeltier. Von, war das ein Pinguin? Ja, ich meine, ich hätte einen Pinguin gesehen. Es ist ein Pinguin mit Wikingerhut. Boah, das ist ja noch viel plüschiger, das Fell, was wir da gerade zu Gesicht bekommen. Sie haben es auf die Insel von Donkey Kong abgesehen. Es wird zum Angriff geblasen. Und was haben die da? Oh, eine Riesen-Crackpfeife für den Oberboss. Was passiert jetzt mit der Insel? Tropical Freeze? Lasst mich eins und eins zusammenstellen. Oh, dieser Eisdrache, den kenne ich aus Naxxramas. Wie hieß der Ding nochmal? Saphiron, glaube ich. Saphiron hieß der. Na, die Party ist auf jeden Fall gestört. Und die Wikinger greifen die Kong-Familie, eben benannt Donkey Kong, von links nach rechts Dixie, Diddy und Cranky Kong an. Und was passiert? Die fliegen erstmal weg. Erinnert mich irgendwie an die New Super Mario Bros. U Story. War genau die gleiche, wenn ihr euch erinnert. Die sind dann auch weggeflogen und dann an irgendeinem Eichelbaum runtergekommen, oder? Wisst ihr noch? Haha, er hat Eichel gesagt. Naja, jedenfalls sind die komischen Wikinger-Pinguine jetzt auf unserem Berg gelandet und das wird dann wahrscheinlich auch unsere Welt darstellen und wir kämpfen uns bis nach oben zum Schiff
und werden dann da gegen den Endboss kämpfen. So sage ich das einfach jetzt mal voraus, ohne das Spiel überhaupt gespielt zu haben. Ha, ist das ein Kombinationsvermögen? Ich weiß, ihr seid ein bisschen neidisch. Und das ist auch immer echt chillig, dass man sich mal kurz Story anguckt. Man weiß eh, ja, heile Welt, böse, und dann geht's auch direkt los. So, bam, 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 bam. Wir sind hier in so einem zerfetzten Flugzeug gelandet. Erinnert mich ein wenig an Uncharted. Irgendwoher kennt man da so eine Szene mit dem Flugzeug und so weiter. Und sind auch schon in der Welt. Oh, man kann sich direkt bewegen, ja. Sieht schon auf den ersten Blick echt mega scharf aus. Ist immer so ein ganz komisches Gefühl, das erste Mal diese Nintendo-Charaktere in HD zu bewegen, weil es schon was anderes ist. Das Spiel läuft wohl auf 1080p, ist aber nativ 720p und wird hochskaliert auf 1080 und soll mit 60 Frames laufen. Das merkt man hier auch direkt, also es ist mega flüssig. Und was hat man bei Sidescrollern, zumindest bei Nintendo, gelernt? Erstmal nach links laufen. Und ha, als hätte es gewusst, ist da natürlich was. Und hier gibt es auch schon das erste Leben in Form eines Luftballons. Da hat sich nichts geändert. Oh, was war das? Ah, guck mal. Gleich ein Easter Egg gefunden. Was steht da? Donkey Kong Country Returns. Nice, ja. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht. Jetzt mal weiter. Wie ihr gesehen habt, ich kann hier mit dem X-Knopf auf dem Boden rumtrommeln. Da gibt es dann auch verschiedene Umgebungssachen, mit denen man dann interagieren kann mit diesem Trommeln. Wow, richtig flüssig. Also auch unter Wasser bewegte sich richtig gut. Konnte man in Donkey Kong Country überhaupt unter Wasser sein? Ich glaube nicht. Aber im ursprünglichen schon, glaube ich. So, da sind die Puzzleteile. Da gibt es wohl 9 Stück in dieser Welt. Die werde ich wahrscheinlich nicht alle finden, weil die schon ziemlich gut versteckt sind, soweit ich weiß. Also zumindest auf dem 3DS bzw. auf dem Wii-Titel waren die Dinger immer sehr gut versteckt. Oh, habe ich gar nicht gesehen, den Fisch. War so fasziniert von diesem Wasser. Ah, den kann man so wahrscheinlich wegbashen. Versuchen wir das mal. Ja, funktioniert. Jetzt sehe ich da oben links, ich habe nur noch ein einziges Herz. Wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn ich direkt sterben würde. Aber gehen wir mal nicht davon aus, dass das passiert. So, man kann natürlich auf die Gegner draufspringen und man kann sie so wegrollen. Ne, das funktioniert auch. So, pusten kann man nicht mehr. Man konnte in dem anderen Donkey Kong so bücken und pusten. Das funktioniert irgendwie nicht mehr. So, da ist auch das erste K, denn man muss immer die Buchstaben sammeln. K-O-N-G, ihr seht das links. K ist schon mal gesaved und jetzt wird einem hier nochmal gesagt, Mensch, drück doch mal die Y-Taste und damit kannst du hier die Steine wegsprengen. Ist das irgendein Frosch? Guck mal, ist das ein Pfeil da unten? Der zeigt den Pfeil nach unten. Ja, nice. Da ist mir direkt Bananen. Ihr seht oben links neben dem Porträtbild von Donkey Kong, dass er sich da so eine Leiste füllt. Und damit können wir, glaube ich, so eine Kong-Power aktivieren, habe ich gelesen. Das probieren wir natürlich gleich auch aus, ne, wenn wir da voll haben. Aber bisher haben wir noch gar keinen Buddy gefunden. Ich glaube, Dixie, ne, beziehungsweise Diddy Kong wird der erste sein, den wir da finden. Ja klar, lauf erstmal gegen die Piranha-Pflanze. Aber da links war was, da will ich hin. Komm runter. Kommt die nicht automatisch runter? Ja, so. Dann darüber. Da war doch irgendwas, oder? Da oben. Da ist doch bestimmt ein Puzzleteil drin. Ha! So, 2 von 9. Mal gucken, wie viel wir schaffen. Da ist aber nicht da reinlaufen, dann bin ich direkt tot. Was ich auch ganz cool finde, ist, dass die Level recht lang dauern. Ne? In so einem Super Mario, da ist das mittlerweile recht kurz gehalten. Zumindest in den New Super Mario Bros. U-Teilen. Und hier ist es immer länger. Ne? Also ich habe immer so das Gefühl, so 10 bis 15 Minuten ist so ein Level schon lang. Ne? Das besteht dann aus mehreren Etappen und so weiter. Und das finde ich auch ganz nett, dass man in so einem Level etwas längere Zeit verbringt. Was ist das? Kenne ich auch noch nicht. Ist das sowas wie rote Münzen bei Super Mario? Da muss man hier irgendwelche Bananen sammeln. Und siehe da. Ah, noch ein Puzzleteil. Also das auch immer schön machen. Das ist ein Checkpoint. Das war schon in Returns so, dass man da dann wieder anfangen kann, wenn man stirbt. Ah, da ist so ein Ding, was man hochziehen kann. So, weiter. Oh, ich bin fast erschrocken. Ist ja schlimmer als Outlast hier. Ich bin ein bisschen vorsichtig, merkt ihr gerade, weil ich nicht sterben möchte im ersten Level. Ich habe noch ein Herz da oben. Das habe ich immer mit dem linken Auge im Blick. Ach so, mit ZR geht das. Und da ist jetzt auch Diddy Kong drin. Hi, Diddy.
Und jeder Kong hat so eine Spezialfähigkeit und überträgt die auf Donkey Kong. Bei Diddy Kong ist es, dass wir mit dem Jetpack etwas länger in der Luft bleiben können. Und gerade bei so einem Spiel wie Donkey Kong Country, wo es echt auf Timing ankommt, ist das vereinfacht das das Spiel extrem, wenn man da diese Gleitfähigkeit von Diddy Kong nutzen kann. Also ich kann mich echt erinnern an so die letzten Passagen von Donkey Kong Country Returns. Das war, glaube ich, in so einer Fabrik. Und da hatte man so Plattformen, die wirklich nicht gerade groß waren. Und da war es schon echt schwierig, wenn man Diddy Kong nicht hatte, um dieses Gleiten zu haben. Ne? Von daher ist es ganz cool, dass wir den jetzt hier auch am Start haben. Oh. Also mal gucken, dass man sich nicht bewegt, während man trommeln möchte, weil sonst rollt man. Das ist genau auf dem gleichen Button belegt. Aber wenn man solche Kreise einsammelt, habt ihr gerade gesehen, von Bananen, bekommt man wohl auch was. Diesen Panzer, den kann ich aufnehmen und damit Gegner abwerfen. Werde ich auch gleich tun. Ne? Wunderbar. So, die versuche ich mal da unten jetzt gleich mit Rollen außer Kraft zu setzen. Weil das kann man sich ja auch zunutze machen, ne? So, ihr seht, ziemlich praktisch dieses Feature. Damit kann man nämlich die Gegner wegrollen. Und im Hintergrund passiert auch immer echt viel, müsst ihr mal darauf achten. Sieht alles sehr, sehr stimmig und cool aus. Bisher ist Gameplay auch nett, aber mega einfach, ne? Aber das ist man ja schon von Donkey Kong Country gewöhnt, dass es am Anfang alles recht easy ist. Oh, jetzt so die erste Kistenpassage, beziehungsweise Fässerpassage. Das haben sie auch beworben, ne? Dass du dann quasi andere Kameraperspektiven bekommst und dass es dann so eher in Richtung 3D geht und sich so ein bisschen vom traditionellen 2D-Side-Scroller, oh, da habe ich den Luftballon verpasst, abhebt. So, wo geht's jetzt hin? An den Strand, und da warten auch schon die Wikinger-Pinguine. Laufen immer gewohnt erstmal nach links. Vielleicht gibt es da irgendein Secret. Aber hier anscheinend nicht. Man muss auch im Vordergrund darauf achten, ob da irgendwas ist, ob man nicht auf dem Boden trommeln muss, damit man irgendwas bekommt. Also ich wette, obwohl ich jetzt gerade ein bisschen aufmerksamer bin, dass ich mit Sicherheit nicht alle Puzzleteile finden werde, weil die sind echt abnormal gut versteckt teilweise. Da muss man echt aufpassen. Also da muss man auf jeden Fall das Ganze, wie ich gerade schon gesagt habe, diese ganze Grafik und so weiter im Blick behalten. So, die rolle ich mal weg. Boah, shit, da bin ich auf den Button gekommen. Weil diese Piranhas, ich sehe sie einfach nicht. So, hier mal drauf trommeln. Da ist aber nur so ein Ding hier drin. Damit könnte man sich irgendwelche Sachen kaufen, oder? Bei Donkey Kong Country Returns konnte man sich da, glaube ich, so, was konnte man sich damit kaufen? Luftballons, also Leben und Schlüssel, meine ich, konnte man sich doch da kaufen, oder? So Schlüssel, damit man in so versteckte Welten kann. Mal gucken, was es hier so gibt oder ob es überhaupt solche Shops gibt, weil der Shopbetreiber Cranky Kong, der ist ja hier ein spielbarer Kong. Von daher müssen wir mal gucken. Ah, guck mal, da oben ist das G. Habe ich die anderen Buchstaben eigentlich eingesammelt? Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Wie kommen wir denn da dran? Ach, guck mal, da ist eine Zielscheibe. Okay. Oh! Ah, okay. Ich weiß, was sie von mir wollen. Das macht Sinn. Ha! Sehr nice. Kenne ich aus den anderen Spielen noch nicht sowas. Von daher erstmal eine Runde überlegen. Und dann geht's links geht's auch noch irgendwie weiter, weil da oben war ich gerade noch nicht. Da ist eine Kiste! Und das wird einer der Bonusräume sein, gehe ich von aus. Die es ja auch schon im Vorgänger gab. Ja, es ist ein Bonusraum. Was müssen wir da machen? Oh, Bananen sammeln. Ja, daran bin ich nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil da machen die so ein bisschen Hektik. Und ihr seht, sobald ich irgendwie einen Countdown habe, werde ich nervös und versuche, das möglichst schnell zu machen, obwohl ich eigentlich relativ viel Zeit habe, sehe ich gerade. Sollte sich vielleicht sogar noch ausgehen. Es gibt wahrscheinlich ein Puzzleteil oder so als... Boah, fuck. Gibt wahrscheinlich ein Puzzleteil als Belohnung. Oder auch gar nichts, wenn ich es nicht schaffe. 3, 2, 1. Oh! In der letzten Sekunde. Will er es spannend machen? Natürlich will er es spannend machen. Alles andere wäre ja langweilig. Von daher gucken wir uns natürlich hier nur im Stress an. So, dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, also gerade als die Wikinger die Insel angegriffen haben, war es doch so, dass die das alles voller Schnee gemacht haben. Also Tropical Freeze bisher ist von Freeze noch hier relativ wenig zu sehen. Ah, guck mal da unten, das habe ich gesehen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich kann mir dann noch vorstellen, dass man dann auf dem Schnee rutscht und so weiter. Auf der Gamescom habe ich zwar die Möglichkeit gehabt, das anzuspielen, habe es aber irgendwie verplant. Also ich habe dann alles andere angespielt, Mario Kart 8 und so weiter, aber das leider nicht. So, geht's hier weiter? Nein.
dann geht's rüber. Da ist auch schon das Ende, sehe ich gerade. Das ist diese Kiste. Oh. Jo. So, gucken wir nochmal hier, weil am Ende waren auch immer irgendwelche Secrets. Und auch hier geht es weiter. Nice, da kann man irgendwas hochziehen. Oh, und noch ein Puzzleteil. So, und das Ende, was holen wir uns? Ein Leben. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob ich das Kong gesammelt habe. Hab gar nicht drauf geachtet. K. Das O habe ich nicht gesammelt, also habe ich da auch keinen Stern bekommen. Das muss ich definitiv nachholen und 6 von 9 Puzzleteilen. Da geht auch noch mehr. Nicht ganz so aufmerksam gewesen. Ja, zu viel erzählt, ne? Da achtet man nicht genau drauf. Aber das ist ganz nett, weil wenn man diese ganzen Sachen verpasst und dann hinterher noch irgendwelche Level bekommen würde, wenn man alle Puzzleteile oder beziehungsweise alle KONGs gesammelt hat, dann macht man das halt nochmal und das ist dann der Wiederspielfaktor, mein ganz persönlicher, weil ich es beim ersten Mal halt nicht geschafft habe. Und hier gibt es einen Ladevorgang, relativ lang bisher. Das dauert aber ganz schön lang hier, ne, oder? Naja, es geht. Auszuhalten, sag ich mal. Ja, hier sieht man, wenn man auf dem Level steht, nochmal, was man alles in dem Level erreicht hat, sprich die Sterne. Nein, das DK weiß ich gar nicht, für was da steht und die Puzzleteile habe ich leider auch nicht geschafft. Von daher machen wir das aber nicht nochmal, das wäre ja langweilig, sondern gehen einfach mal auf das zweite Level. Das ist ein Inventar. Rettet dich vor dem Abgrund jedoch nicht immer, füllt eine Sauerstoffleiste, sobald sie leer ist. Ach so, da kann man sich wahrscheinlich in irgendeinem Shop irgendwelche Items holen und die dann quasi in dem Level verwenden. Ja, ich will da raus und einfach nur das Level spielen. Bist du bereit? Boah, werde ich aber oft gefragt. Wenn ich drauf drücke, willst du das Level spielen? Ja, nein, willst du das, willst du dies? Ja, 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 ich will. 1, 2, Bruchstrandung. Mal gucken, was uns hier erwartet. Okay, der Dschungel ist also schon ein wenig bewohnter als gerade. Man sieht Kisten von den Wikingern und allen möglichen Kram. Gucken, was hier drin ist. Direkt wieder ein Secret links. Wie gesagt, lauft immer nach links. Und da habt ihr das erste Puzzleteil. Sehr cooler Soundtrack. Oh, fuck. Ja, das ist natürlich klar, wenn ihr da... Verdammt! Was war das? Hab ich gar nicht gesehen, woran ich da Schaden genommen habe. Jetzt habe ich natürlich Dings nicht mehr. Den lieben Diddy Kong. So, hier oben kann man sich festhalten. Kennen wir auch noch aus Returns. Ich will mal da ein bisschen trommeln, weil das sieht da so einsam aus. Ja, nur eine Banane. Das ist natürlich jetzt kein Riesen-Upgrade. Geht's also da oben weiter. Ja, echt geile Grafik. Also sieht nochmal deutlich besser aus als die 3DS oder die Wii-Version. Ist ja auch klar. Oh, guck mal, da haben wir Dixie Kong bekommen. Mal gucken, was die kann. Ja, die kann einen so ein bisschen hochmanövrieren. Und das ist eine ganz nette Sache, um an höher gelegene Orte zu kommen. Apropos, da oben ist auch gleich schon einer. Ich gucke gerade, wie ich da am besten langkomme. So kommt man da nicht hoch, ne? Wie kommt man denn da hoch, Leute? Vielleicht von hier aus? Aber ich muss ja an irgendeine höher gelegene Stelle kommen. Wahrscheinlich von ganz rechts aus, ne? Ja, wahrscheinlich kann man da von rechts... Dann da oben drauf, genau. Und dann rüber. Und da hat man auch schon das K. Sehr schön. So, auf dessen Kopf kann man aber springen hier. Sehr gut. Und die damit abwerfen. Ich roll viel zu wenig. Ich finde diese Roll-Animation bzw. Funktion echt mega imbar. Wenn du eine plane Fläche hast, hast du aber bei dem Spiel relativ selten. Kommst du halt ganz gut zurecht, ne? Ah ja, hier ist das Ganze so designt, dass man das mit Dixie macht, indem man dann immer wieder hochgleitet. Wir haben volle HP, von daher nützt das nichts. Checkpoint. Ah ja, rollen. Ah, jetzt versuchen sie das auch zu erklären hier. Gehst du weg, Kollege. Ah, guck mal, man kann auch nach oben boxen. Sehr nice. Boxen wir mal auch nach oben. Ich bin schon wieder viel zu schnell. Ich muss ein bisschen langsamer machen, damit ich die Secrets alle mitbekomme. Bitte da unten, was gibt's da? Bananen. Und da kann man bestimmt so gegen. Was soll man denn damit machen können mit diesem Gewicht? Für irgendwas ist das doch bestimmt gut. Egal. Lassen wir das mal sein. Wenn man die alle einsammelt, bevor sie weg sind, kriegt man da irgendwas. In dem Fall ein Herz. Können wir gut gebrauchen. Weil Dixie nicht voll war. Gucken, was hier unten abgeht. Da ist auch noch ein Herz.
Ja, wir müssen aber da lang. Ach ja, das war so ein Ding, wo man trommeln konnte, um sich dann hochzukonfrontieren. Macht Sinn. So. Ah ja. Komm, wir wollen uns den Luftballon holen. Nice. Und jetzt werden wir sogar ins Wasser gezwungen. Ah ja, okay, verstehe. Da ist das. Haben wir wieder das O vergessen? Nee, doch nicht. Haben wir bisher alles. Das ist gut. Ich glaube, direkt nach diesem Level gibt es einen Shop, habe ich zumindest gerade auf der Karte gesehen. Da können wir uns gleich nochmal die Items anschauen, die es da so gibt. Oh, ein dicker Fisch. Am meisten freue ich mich ja schon auf diese komischen Kart-Level, ne? Auf diese Minecart-Levels. Ey, habe ich da geflucht in den anderen Spielen? Das ist teilweise so abnormal schwer. Das ist so ein bisschen das Dark Souls im Jump and Run, dieses Spiel. Warum sind da unten so viele Plattformen? Da muss man bestimmt irgendwas machen. Trommeln? Nee. Das sind bestimmt Secrets. Guck mal da unten. Ja, toll. Was kann man da unten machen? Leben verlieren. Ach, das ist wahrscheinlich nur, dass wenn man da unten reingefallen ist, dass man dann da wieder hochkommt. Ah. Wenn man sich alles holt, kriegt man hier eine Banane. Ob sich das so lohnt, ob das man das immer macht? Es kann ja auch sein, dass da ein Puzzleteil versteckt ist und dann ist es schade, wenn man es nicht macht, ne? Von daher, können wir es schön machen. Jetzt holen wir uns hier die Banane. Lassen uns von dem da nicht trollen. Ah, weißt du, von dem lassen wir uns nicht trollen und der Hai da unten, der gibt uns Saures. Easy. Oh, 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 da müssen wir uns bücken wahrscheinlich. Ja, sagt er auch. Da ist auch schon das Ende, ne? Hey, Wetten im Wasser ist sind irgendwelche Secrets. Mehrere wahrscheinlich. Wir gehen mal da drüben kurz trommeln. Und dann gehen wir nochmal kurz ins Wasser. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der überall jetzt guckt. Das ist ja dann auch langweilig, wenn man wirklich jede Ecke durchschaut, aber zumindest ein Park. Oh, fuck. Ein paar kleine Secrets müssen wir uns holen. Jetzt haben wir Dixie verloren, so ein Scheiß. So, bam und da hoch. Ah, habe ich gar nicht gesehen, dass man jetzt das hatte. Dass ich DK hatte. Da muss man nicht ganz schnell drücken. Na, zumindest habe ich das Kong geholt. Und bekomme jetzt hier auch den Stern gut gerechnet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, für was das gut war. Wie gesagt, mit diesen komischen goldenen Münzen konnte man sich, soweit ich weiß, Schlüssel kaufen. Und das andere, wenn man die überall geholt hat, schaltet das auch eine Welt frei. Oder ist das so eine ähnliche Mechanik, dass man nach dem Durchspielen dann noch irgendwie was extra bekommt? Ich weiß es gerade nicht. Aber wir gehen mal da unten in den Shop. Und gucken, was es hier so gibt. Ladezeiten, ne? Gerade für so einen Shop sind relativ lang. Da muss man ja mal so zugeben. Ne, normalerweise sollte es eigentlich schneller gehen. Yo Kong, willkommen im Funky Scrimpsy Kiste. Hier werden deine abenteuerlichen Wünsche wahr. Für den klassischen Comebacks Rots beste Farbe. Okay, da, seht ihr? Kann ich mal mit diesen komischen Münzen Sachen kaufen. Zusätzliche Versuche kann man hier kaufen. Da brauche ich ja jetzt noch nicht. Ich habe 21 Luftballons, von daher passt's. Abgründe ziehen dich runter, aber so richtig, grüne Ballons heben gleich die Stimmung. Das sind solche Prevent-Ballons und blaue Ballons bieten alles für den extra langen Spaß unter Wasser. Ich habe gerade gar keine Anzeige gesehen, müssen wir gleich nochmal drauf achten. Egal. Möchtest du den Laden verlassen? Ja, wir brauchen jetzt aktuell nichts. Komm wieder vorbei, wenn du Zeug brauchst. Ich habe den derbsten Shit am Start. Ja gut. Gibt es einen Secret Exit? Guck mal, weil da unten geht es auch rechts weiter. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Müssen wir vielleicht gleich mal gucken. Im Inventar haben wir nichts, von daher spielen wir 1-3 Wrackwanderung. Jetzt begeben wir uns also schon in die Wracks der Wikinger. Es wird dunkler, überall abgestürzte Flugzeuge. Sieht hier schon ein bisschen spookiger aus, das Ganze. Ausnahmsweise ist links mal nichts. Ah ja. Mechanik für Mechanik wird hier vorgestellt. Oben dran festklammern hatten wir gerade. Jetzt kommen die Lianen dazu und so weiter und so fort. Ach, guck mal, da muss ich bestimmt was vorwerfen, oder? Sieht so aus. Yes! Kombinationsvermögen hat er. Oh, guck mal, Dagobert speichert damit ganz vielen Goldmünzen. Ja, klar.
der nichts mehr sagt, weil er sich konzentriert. Ah, fuck, das schaffe ich nicht mehr. Verdammt! Nein, warum? Die letzte scheiß Banane. Da habe ich vergessen, dass man da rechts diese komischen Grasdinger hatte, wo man drin kleben bleibt. Und ich hatte den R-Knopf noch gedrückt. Next time better. So, bisher noch nicht gestorben, sagte er am dritten Level. So. Wir trommeln. Und bekommen Wasser. Das Wasser macht was? Ich hätte ganz gerne meinen Diddy Kong wieder, damit ich ein bisschen gleiten kann. Aber den kriege ich vielleicht gleich noch. Ah, ne, da. Guck mal, Cranky Kong ist am Start. Yeah. Falscher Knopf. So, und was macht Cranky Kong? Ah ja, der macht diesen Pogo, diese Pogo-Attacke. Das heißt Attacke. Das ist so ähnlich wie bei DuckTales im Spiel. Dass man dann diesen Stick hat, ne? Womit man quasi auf Stacheln, wie ihr die da seht, springen kann und so weiter und so fort. So, der schießt immer zwei Stück, oder wie viele? Ja, zwei. Und dann kann man ihm auf den Kopf springen. So, soweit ich weiß, geht das. So. Muss man es immer wieder drücken? Die Mechanik muss ich mir angucken. Ich lasse einfach mal gedrückt jetzt. Nee, man muss es immer wieder drücken. Nein, jetzt ist er schon weg. Man muss es immer wieder drücken. Da wollte ich einmal kurz checken, wie es funktioniert. Damit ich da Bescheid weiß für brenzlige Situationen. Da wäre ein Puzzleteil gewesen, da links. Aber ohne den Pogo-Stick von dem Cranky Kong komme ich da jetzt leider nicht mehr hin, ne? Von daher machen wir das in einer nächsten Folge. Von wir spielen Donkey Kong Tropical Freeze. So. Oh, guck mal da oben. Ah ja. Nein, 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 nein. Das ist natürlich jetzt alles für Cranky Kong designt hier. Und ich habe ihn nicht mehr, weil ich ihn verloren habe. Mach hin, Schildkröte. Oh, mach hin und spring. Nein, nicht sterben, nein, nicht sterben. Okay, da darf ich nicht drauf. Jetzt muss ich drauf achten, wo ich hinspringe. Komm, Herzchen, Herzchen. Also da muss ich ein bisschen bemängeln, das ist nicht so hundertprozentig durchdacht, weil wenn ich trommeln will und gleichzeitig so ein bisschen den Analogstick bewege, dann fängt er schon an zu rollen. Vielleicht hätte man das separat belegen sollen. Hm, da muss man sich wahrscheinlich dran gewöhnen. So. Ah, jetzt geht's auf Timing. Da gibt's auch richtig kranke Passagen. Wo lang denn? Da ist das Bonus-Ding mit dem. Oder? Oder hätte man oben lang gemusst? Da war doch jetzt so ein Totenkopf drauf, oder? Ich weiß nicht genau. Ah, guck mal, da oben ist Dings. Cranky Kong. So. Gucken wir mal, ob da was passiert. Ey! Das habe ich nicht so ganz raus. Ach, den Knopf. Okay, ich habe jetzt gerade den anderen gedrückt. Einfach nur den Sprungknopf nochmal drücken. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich ihn schon wieder verloren. Ich glaube, ich mag den Opa nicht. Der war immer so arrogant. Der denkt immer, der wäre es gewesen in den anderen Teilen. Von daher boykottiere ich den jetzt einfach. Beziehungsweise ich spiele einfach Hard Mode. Ich brauche den nicht. Ich mache das so. Solange ich nicht sterbe, ist alles gut. So, gleich kratzt er ab. So, jetzt da unten drauf achten, da sind überall, ja, das kriege ich natürlich auch nur mit dem Fokus-Stick. Da oben komme ich auch nur mit dem Fokus-Stick hin. Gott, ist das dämlich! Eieiei. Ah, wenn man oberhalb der Viecher ist, dann ist alles gut. Von daher, easy peasy. Nein, der wollte ich eigentlich dagegen werfen, weil mit irgendwas muss man die Dinger ja betätigen können, diese Boxsäcke. Habe ich gerade schon nicht gemacht. Oh. Von daher kann man bestimmt runterherrollen, ne? Ne, kann man nicht. Jetzt sind wir zumindest wieder voll. Checkpoint! Wenn wir sterben, können wir da weitermachen. So, und den Cranky Kong, den wir direkt wieder verlieren. Ein paar Taler für unseren Shop-Betreiber holen. Die können wir einfach draufspringen. Den Cranky Kong mag ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also mit den anderen beiden Zusatzfähigkeiten komme ich besser klar. Ah, da oben sind so komische Dinger. Kann ich die nicht irgendwie betäuben oder so, wenn ich trommel? Nee, das interessiert die gar nicht. Von daher müssen wir da wieder runter. Da unten ist bestimmt ein Secret, aber da gehe ich jetzt nicht mal hin. Also mal hier weiter und gucke, was mich erwartet. Schildkröten. Und Kakadus.
Ah, guck mal, da gehen wir mal hin. Und Secret World, und hier werden wieder Bananen gesammelt. Mein Lieblingsspiel, wie ihr hier schon festgestellt habt. So, konzentrier dich. Nicht hektisch werden. Ganz gechillt. Man hat hier echt Zeit, von daher alles ganz ruhig. Sieht ganz gut aus. Seht ihr? Alles wird gut. Und das Puzzleteil? Ich habe gerade gar nicht gesehen, was ich in der zweiten und dritten... Das ist jetzt die dritte, oder? Was ich in der zweiten Welt, wie viele ich da hatte, aber wahrscheinlich auch nicht alle. Da muss man wirklich das Level komplett abgrasen und alles ganz in Ruhe sich anschauen. Das machen wir hier gerade nicht. So, da haben wir Propeller. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht erwischt werden. Sehr geil vom Timing. Also die Steuerung ist eigentlich echt cool. Bis auf, dass ich jetzt ein, zwei Mal accidentally gerollt bin, anstatt... zu trommeln, habe ich gerade schon gesagt. Aber daran gewöhnt man sich bestimmt auch relativ schnell. So, was hole ich mir hier? Das Ding. Natürlich. Und schießt dran vorbei. Sehr nice. So, was ist da drin? Ah, ein Puzzleteil. Sehr schön. Wozu ist denn das Ding da oben? Hat das irgendeinen Sinn? Nein. Und 13 habe ich geschafft. Schreibt in die Kommentare, was euer Rekord bei diesen DK-Fässern ist. Ich würde mal sagen, mehr als 20 kriegt man da nicht hin. Ich versuche mal gerade richtig abzuspacken. Wenn ich das nächste Mal das mache, dann drücke ich da drauf, dass das Zeug hält. Und versuche mal 20. Jetzt gerade habe ich 13 geschafft. Mal gucken, ob noch mehr drin sind. Ich kann es euch nicht sagen. Und wir nähern uns Welt 4. Oder kommt man da gleich noch hin, da unten? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwelche Ausgänge verpasse. Aber wir spielen einfach mal weiter. Ne? Neu ist immer gut. Von daher sind wir jetzt in 1-4, gerade bei 1-3. Wipfelwirrwarr. Hört sich so an, als müsste man zwischen irgendwelchen Fahnen hin und her springen. Mal gucken. Da habe ich auch irgendwo mal eine Preview gesehen, wo das so war. Ich weiß nicht, ob das dieses Level war oder nicht. Sah ganz cool aus. So, jetzt sind wir mittlerweile fast schon weg vom Dschungel. Im Hintergrund sieht man noch so ein paar Blätter, aber sind mehr oder weniger in irgendwelchen Maschinenräumen drin. So, mit der Kiste. Was ist denn jetzt, wenn ich... Achso, die tauschen dann einfach. Ich dachte, dann könnte ich sogar wählen, wen ich da nehme. Aber wisst ihr, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe? Diese Kong Power. Seht ihr die oben links? Die ist die ganze Zeit aktiv. Wenn ich L oder R drücke, dann sind alle Gegner auf dem... Oh, Minecart. Dann sind alle Gegner auf dem Bildschirm, werden dann zu leben oder irgendwie sowas. Ne? Muss ich gleich nochmal ausprobieren. Verdammt. Man muss sich da echt immer in den Bananen orientieren, aber diese Level spiele ich meist zweimal, weil ich habe schon so viel verpasst hier. Ein Puzzleteil, dann das K-Teil und so weiter und so fort. Also ich glaube auch echt, dass die dazu gemacht sind, mehrmals gemacht zu werden, weil man da so ein gutes Timing haben muss, teilweise wirklich auf die Zehntelsekunde genau. Hier merke ich gerade extrem, dass das Ganze mit 60 Frames läuft, weil es super flüssig ist. Ja. Oh fuck, das war zu viel für mich, ne? Zu viel 3D. Aber es läuft echt super flüssig. Ich hoffe, auf YouTube kommt das genauso gut rüber wie hier im Fernsehen. Also auf dem Super Nintendo oder auf der Wii waren diese Kart-Level definitiv nicht so flüssig. Oh, nice. Ganz kurzer Sprung und Timing nicht gepasst. Wirklich auf die Zehntelsekunde genau muss man da sein. Fuck, fuck, fuck. Jetzt sage ich es nochmal neu machen. Mal gucken, ob gleich das Timing besser ist. Da hätte ich eigentlich lang drücken müssen und habe kurz gedrückt. Und von daher, erstes Leben verloren, macht nichts, war relativ nah am Checkpoint. So, bam. Dann hier jetzt nicht verkacken und nochmal, nein, zu kurz, zu kurz. Und es geht schon los, Minecart-Feeling Deluxe bei Donkey Kong Country im Level 4 wird gestorben. Ja, weil habt ihr darauf nicht alle gewartet? Wahrscheinlich schon. So, bam. Jetzt... Langer Sprung, warten. Hätte ich mich ducken müssen. Oben die Dinger mitnehmen, noch einen Sprung und noch ein. Verdammte Scheiße. Man muss das echt teilweise auswendig lernen, ne? Aber jetzt gehen wir auf sicher. Jetzt gehen wir auf sicher. Und fahren das hier in unserem Minecart nach Hause. Der Sprung war schon schlecht. So, lang warten, passt. Ducken. Oben die Dinger mitnehmen. Kurzer Sprung. Langer Sprung. Warten, ducken. Ducken, 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 ducken.
Sprung. Langer Sprung. Unten aber das Puzzleteil verkackt. Oben verkackt. Also um einfach durchzukommen ist easy, aber es wirklich auf 100% zu spielen, also wirklich alles mitzunehmen, da drin liegt die Schwierigkeit. So, ich glaube, das musste passieren. Das war kein Fail und es geht weiter in unserem Minecart. Okay, wir verpassen hier eine Sache nach der nächsten. Oh, kurzer Sprung und langer Sprung. Wir sind am Ziel. Ja, war jetzt nicht ganz so cool. Also das Level war auf jeden Fall cool, aber wie ich gespielt habe, fand ich ganz so cool. Hätte man mehr machen können. Kein einziges Puzzleteil und nur das O gesammelt. Da geht definitiv mehr. Muss man das Level aber, wie gesagt, mit Trial and Error quasi auswendig lernen. Und dann hat man auch ein bisschen mehr von. So, weiter geht's. Ich frage mich, warum sie es nicht haben so gelöst, dass quasi während des Levels schon das nächste Level lädt, dass man da überhaupt keine Ladezeiten zwischen hat, weil das kommt einem echt so ein bisschen alt vor, dass danach das zwischen jedem Level relativ lang geladen wird. Ne? Also am Ende des Levels wird es geladen, da wird die Overworld geladen und hier wird er nochmal geladen mit so ein paar Stotterern drin. Das ist so ein kleiner technischer Kritikpunkt, den ich da habe. Oh, guck mal, da kann man sich quasi aussuchen, wie man nimmt. Cranky Kong, Diddy Kong und Dixie Kong. Ich finde Diddy Kong tatsächlich am besten, den traditionellen. Von daher wähle ich mir auch den aus. Was für ein Mega-Fail. Und hol mir den hier. Ach! Das ist ein Boss, oder? Oh mein Gott! Eine Seerobbe als Boss. Shit, Mann! Oh, er hat serious Augenbrauen. Sieht sehr, sehr ernst aus. Ready to fight. Okay. Wahrscheinlich rutscht er da jetzt so unten lang und wir müssen auf ihn draufspringen. Also das ist relativ vorhersehbar hier gerade. Oh, ich habe es übersprungen, die Zwischensequenz. Tut mir leid. Aber was ich sagte, einfach draufspringen. Mit kurzen Sprüngen. Mit kurzen Sprüngen. Ja. So. Was passiert jetzt? Okay, er wirft Fische auf uns. Die können wir durch einfaches Rollen... Können wir ausweichen oder müssen wir die töten? Wir müssen sie töten. Durch draufspringen oder einfaches Rollen. Oder wir müssen Leben an ihn verlieren. Das geht natürlich auch. Aber es ist der erste Boss, von daher kriegen wir hier Herzchen spendiert. Kurzer Sprung. Und weiter geht's. Jetzt wirft er wieder Fische. Und nein, er wirft keine Fische, sondern er wirft so Seeigel, den wir jetzt tatsächlich ausweichen müssen. Den müssen wir auch ausweichen oder draufspringen, eins von beiden. Ich bin aber gerade zu sehr auf die Seeigel konzentriert. Ah, die kann man auch die ganze Zeit ausweichen, dann springen die weg, die Fische. Man muss sie also nicht zwangsweise töten. Bam! Da gibt es wieder ein Herzchen. Was gibt's jetzt? Seeigel. What the fuck, jetzt enraged er gerade. Hallo? Oh, do a barrel roll. Muss man jetzt so da drauf springen? Ah ne. Zack. Was müssen wir mit denen jetzt machen? Einfach nur ausweichen? Das ist ja relativ simpel, oder? Ja. Ja, das kriegen wir noch hin, oder? Unsere alten Jahre hier mit Donkey Kong. Wer kommt denn hinterher? Oh, gehen wir drauf. Zack. Wie viele Mal jetzt schon getroffen habe? Ich glaube viermal. So, Rutschpartie oder was geht ab? Da kommt die Rolle. Kurzer Sprung. Drauf. Wunderbar. Das Seeigel. Er enraged mal wieder eine Runde und holt Pinguin oder was auch immer. Pinguin, jawohl. Ah, oh, das geht nicht. Warum das denn nicht? Warum kann ich... Oh fuck, jetzt habe ich Dings verloren. Weil ich davon ausging, dass ich jetzt... fuck, okay. Jetzt konzentrieren. Okay. Dicker Fisch auch noch. Oh. Oh, oh. Oh, ich habe noch ein Leben. Gib mir ein Herz, bitte. Nein! Da war das Ende. Ja, ich bin gerade davon ausgegangen, dass ich die wegrollen kann mit meiner Rollattacke und war da echt perplex, dass das nicht ging. Von daher habe ich da leider gefailt. Ich nehme mal wieder Diddy Kong. Das war ganz cool. Und was am Anfang wirklich mega banal aussah, endete hinterher schon ein wenig Hektik.
Aber das zieht sich quasi durchs ganze Spiel, diese steile Lernkurve, dass man sagt, okay, hier kommen jetzt ein paar Fische, das ist noch relativ einfach. Und danach wird es halt schwerer. Im Vergleich zu dem letzten Level, wenn wir das jetzt hier im Kontrast haben würden, wäre das hier echt Pipifax, ne? Weil das wird hinterher richtig, richtig schwer. Und das schätze ich auch so an Donkey Kong, dass das echt cool ist. Und man dann hinterher sagt, Mensch, cool, Level geschafft, war schon eine ganz schöne Akt. Aber das ist echt kacke. Kann ich die nicht mit einem Rollangriff töten, die Fische? Muss ich gleich mal gucken. Naja, noch habe ich volles Leben. Guck mal, ob ich diese Kong-Power, die ich da oben die ganze Zeit schon voll habe, auch beim Boss anwenden kann. Werde ich gleich mal probieren, wenn diese ganzen Pinguine angerollt kommen. Müsst ihr mich dran erinnern, weil sonst vergesse ich das gleich wieder, versteht ihr? So, hier in der Phase kann ich nicht auf ihn draufrollen. Aber danach macht er direkt wieder den normalen. Da geht es mit einem kurzen Jump, kurz antippen. Ah, Nose! Das ging nur gerade besser. Ah ja, wir müssen draufspringen, ganz vergessen. Steht auch nicht, wie viel Leben der Gute hat. Ich weiß also nicht, wann es hier endet. Jetzt war, glaube ich, die Passage. Nee, doch nicht. Ich dachte, jetzt kommen schon die vielen Pinguine. Bam. Gib mir mein Herzchen, ich will Diddy Kong nicht verlieren. Jetzt kommen die vielen Pinguine, meine ich. Ja, da reihen sie sich auch schon auf. Und jetzt keine Rolle, sondern einfach kurze Sprünge machen. Und jetzt Treffer. Ja. So, die verschwinden dann, wenn man sie nicht trifft. Was passiert dann? Ah, der große Fisch, genau. Kommt ein zweiter. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, das immer auszuhalten. Aber wenn man drauf springt, die haben mehrere Leben, soweit ich weiß. Ah, nein! Oh. Fuck. Oh, fuck. Jetzt nur nicht fehlen, ey. Nur noch ein einziges Leben. Was ist das? Ich dachte, da konnte ich draufspringen. Warum kann ich denn da nicht draufspringen, wenn er da so unten nach unten lugt? Also da ist es nicht so ganz ersichtlich, was man da tun sollte. Aber da muss man wahrscheinlich auch nur aushalten und dem aus dem Weg rollen. So. Ah, es wird besser. Wie man sieht. Ich glaube, ich muss einfach alles töten, dann habe ich nicht so viel Traffic hier auf dem Bildschirm und dann klappt das auch besser. Ja, das sieht jetzt alles schon viel geübter aus. Die Dinger gehen mir echt auf den Sack. Aber das sollen sie ja auch. Ah, Junge, 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 Junge. So. Nächster Angriff. Können wir jetzt die Pinguine? Nee, ich glaube noch lange nicht. Ja, erst die Geschichte. Ich versuche mal so lange wie möglich meinen Diddy Kong zu halten, weil ohne den ist das echt schwieriger, weil du dann halt diese Air Control nicht mehr hast. So, hier jetzt mal kein Leben verschwenden, wie ich es gerade getan habe. Das ist eigentlich eine recht einfache Passage. Es muss gar nicht rollen, sondern einfach nur hin und her laufen. Ist einfacher als rollen. Weil mit dem Rollen ist es ein bisschen unkontrolliert. So, hier darf ich jetzt drauf springen, zu erkennen an den Sternen. Wenn keine Sterne sind und man nur seine ugly Augenbrauen sieht, dann darf man nicht drauf springen. Da auch nicht drauf springen, weil das ist gefährlich. Scharfe Schwanzflossen, da darf man. Jetzt kommen die dicken Fische, ne, die öfter getroffen werden. Oder? Ah ne, die Kollegen. So, eins, zwei. Drei. Und kurzer Sprung drauf. Und noch eine Runde. Eins, zwei, drei. Wunderbar. Jetzt die dicken Fische. Oh ja, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Dreimal muss man die treffen. Dreimal muss man die treffen. Aber ich habe die Kong noch, was ganz cool ist. Nein, jetzt habe ich Dings verloren. Okay, jetzt darf ich drauf springen, oder? Ja, darf ich.
Ist er besiegt? Bitte sei besiegt. Nein, es geht weiter. Verdammt. Mann, die wieder dieselbe Schuss. Und nur schneller. Ist nur schneller. Nice. Das war er. Und bam. Ins Jenseits befördert. Ein paar Mal gestorben. Aber das muss ja auch sein. Ne? Ich habe eine Musik freigeschaltet und eine Insel. War ganz cool, der Endboss. Recht vielseitig. Für den ersten Boss auf jeden Fall eine nette Geschichte. Mit einer ganz guten Lernkurve. Hätte man auch beim ersten oder zweiten Mal schaffen können. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wir haben ja ein paar Luftballons gesammelt. Von daher ging das schon in Ordnung. So, nächste Insel. Aber auf der ersten Insel hatten wir echt viele Level, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, was es damit so auf sich hat. So, und hier an der Stelle mache ich auch einen Cut und beende diesen Part, denn ich werde das Ganze jetzt mal in drei Teile hochladen. Und zwar werde ich die ersten drei Inseln machen. Das habe ich mir gerade beschlossen. Ich werde jetzt direkt danach noch die nächste Insel hier aufnehmen, weil ich einfach Bock habe, weiterzuspielen. Und morgen dann die dritte Insel. Und dann werde ich das so machen, dass wahrscheinlich Samstag, Sonntag und Montag jeweils ein Part rauskommt. Ich will mich eigentlich von diesem ganzen Hardcore-Let's Play-Gedöns fernhalten, weil ich dafür A, keine Zeit habe und B, möchte ich auf dem Kanal eigentlich nicht hauptsächlich Let's Plays haben hier bei uns, sondern eher mit Tests und Reviews und so weiter glänzen und dass das hier nur so ein nettes Beiwerk ist. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das für euch cool ist, wenn drei Parts kommen oder sagt ihr, ach komm, reicht nur ein Part, mach halt eine Stunde Gameplay und das war's. Das wäre auch ganz cool, ne? Von daher wäre es ganz gut, wenn ihr mir da auf jeden Fall Feedback zu gebt. Wenn euch das gefallen hat, obwohl ich es nicht gern mache, bettel ich jetzt mal hier wieder um Daumen. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben dafür, wenn ihr es gut fandet, damit ich einfach feststellen kann, ob davon mehr gemacht werden soll oder nicht. Hier muss es echt Secret Exits geben. Guck mal, da muss es nach rechts gehen, anstatt nur nach oben. Und hier... Was war denn das für? Das wäre diese Wrackwanderung, ne? Aber Wipfeldings, das war mir das mit den Cards, ne? Ja, das interessiert mich ja echt mal. Ich glaube, das mache ich jetzt erstmal, dass ich hier diese Exits finde und so weiter. Naja, aber das auf jeden Fall hier zu dem angezockt. Und wie gesagt, die anderen Parts, die kommen auf jeden Fall in Kürze. Viel Spaß!